wir haben uns allgemein über die Teamleistung gefreut, dass wir die 3 Punkte gegen VfB eingefahren haben. Von Dudelsieg würde ich nicht sprechen. Klar, das Torfehl in der allerletzten Sekunde eigentlich. Ist an Dramaturgie eigentlich nicht mehr zu überbieten, aber ich glaube, aufgrund der zweiten Halbzeit war es auch ein Stück weit gerecht. Klar, mit dem Punkt hätte man, glaube ich, auch alle gut leben können. Aber wir sind schon sehr, sehr froh, dass es jetzt so gekommen ist. Ja, es war instinktiv, war schon beabsichtigt, aber ja, braucht man auch immer ein bisschen Glück dazu. Ja, weil wir, wie die Stuttgarter, eine schwere Phase durchlebt haben, die letzte Woche vor allem auch. Wir wussten, das haben wir auch unter der Woche angesprochen, dass es ein Spiel auf Augenhöhe wird und dass da ja, einfach andere Tugenden wieder im Vordergrund gerückt werden müssen, einfach über das Zweikampfverhalten dieses Spiel zu führen. Und ich glaube, das hat man auch auf dem Platz gesehen. Das war jetzt nicht unbedingt spielerisch brillant von beiden Mannschaften, aber es war auf jeden Fall die Leidenschaft da und auf jeden Fall auch der Wille, da Punkte mitzunehmen von beiden Mannschaften. Und dass wir da dann ja, das glücklichere Schüsschen, kann man so sagen, am Ende hatten, tut uns natürlich sehr gut. Ja, das ist aber auch bei unserem Team so, dass ja, wenn man mal nicht spielt und dann reinkommt, dass man sich nahtlos einfügt und dafür ist das Team ja, da und ja, wurde wieder gut aufgenommen. Ja, wir haben ihn gefeiert. Ich glaube, das hat man direkt danach gesehen, dass man ihn erstmal fast erdrückt hat, dass er keine Luft mehr bekommen hat. Und da darf er sich heute noch einiges anhören, weil er gejammert hat, dass er keine Luft mehr bekommt. Aber das tut uns gut, das tut ihm gut. Und ja, vielleicht war das auch so ein kleiner Startschuss für uns jetzt auch in die Rückrunde, dass wir da jetzt punktemäßig zumindest wieder angefangen haben, da in die Saison zu starten.